Dieser Wald hat ein Geheimnis. Warum kostet hier ein Grundstück, nur etwas größer als ein Tennisplatz, fast 1 Million Euro? Und warum kostet ein paar Kilometer weiter eine gleich große Wiese stolze 870.000 Euro? Das Geheimnis hinter diesen Preisen offenbart sich erst aus der Luft. Es ist dieser Uferstreifen, der aus dem Wald ein Seegrundstück macht. Nur gehört dieser Streifen dem Verkäufer gar nicht. Es ist Landesgrund. Auch bei der Wiese wird ein Stück Landesgrund mitverkauft, genauer der Pachtvertrag. Der Pächter zahlt dafür 360 Euro pro Jahr. Nur deshalb kann er das Grünland dahinter für 870.000 Euro anbieten. Einzelfälle? Keineswegs, denn die Grundstücke liegen am Mattsee und Obertrummersee. Und ein Blick in den Kataster zeigt, in Salzburg enden die Privatgrundstücke, hier rot eingezeichnet, fast überall vor der Uferlinie. Die beliebten Ufer sind also gar nicht privat, sie sind nur verpachtet. Wunderschöne Seen gibt es auch hier, bei unseren Nachbarn in Bayern. Der Unterschied, hier sind die Ufer frei. So steht es in der Landesverfassung, erzählt uns der Bürgermeister von Tegernsee, Johannes Hagen. Jeder darf den Grund am Seeufer betreten, auch die Privatgrundstücke. Da kann man gar nichts dagegen machen. Und die Kommunen, die Gemeinden sind tatsächlich verpflichtet, diesen freien Seezugang zu gewährleisten. Und das ist hier in Tegernsee passiert. Warum nicht auch in Österreich? Für die Seeufer hier würde das bedeuten, dass die Verbotsschilder am See einfach ein paar Meter nach hinten wandern müssten. Und die öffentliche Hand würde die Pachteinnahmen verlieren. Das wären in Salzburg aktuell knapp 1 Million Euro im Jahr. Nicht viel bei einem Budget von 4,3 Milliarden. Wir haben deshalb alle im Salzburger Landtag vertretenen Parteien gefragt. Sollen diese Pachtverträge verlängert werden oder soll man sie auslaufen lassen? Denn was die Salzburgerinnen und Salzburger nicht wissen, die Pachtverträge an ihren Seeufern laufen nächstes Jahr aus. Davor schauen wir uns aber noch die Ufersituation im Rest Österreichs an. Die 4 Seen im Eigentum des Landes Salzburg sind kein Sonderfall. Von den 40 größten heimischen Badeseen sind 7 in Privatbesitz. Der Rest gehört der öffentlichen Hand, also Bund, Ländern und Gemeinden. Die meisten davon, 17 an der Zahl, gehören den Bundesforsten, also der Republik. Im Sommer treffen wir Thea Steinleitner. Der Immobilienmakler engagiert sich für den Tourismus in seiner Heimatgemeinde. Und dafür müsse man den See wieder zugänglicher machen, ist er überzeugt. Aber welche Flächen hier noch den Bundesforsten gehören, wisse er auch nicht genau. Die Bundesforste reden da nicht gern drüber, glaube ich. Aber es ist doch ein relativ großes Potenzial da. Wo dieses Potenzial liegt, versuchen wir seit einem halben Jahr herauszufinden. Die Bundesforste haben uns nach dem Eco-Spezial im Sommer eine riesige Liste mit all ihren 55.000 Grundstücken geschickt. Wir haben mit dem ORF-Datenteam diese Liste visualisiert. Das Ergebnis? Auch an jenen Seen, die gemeinhin als ausverkauft gelten, gibt es noch Flächen, die den Bundesforsten, also uns allen, gehören. Und es werden offenbar jährlich mehr. Denn nach Ausstrahlung unserer Sendung im Sommer schickt uns ein Zuseher diesen Pachtvertrag, den ihm die Bundesforste heuer vorgelegt haben. Eine Neuvermessung hätte ergeben, dass der Uferstreifen vor seinem Badegrund am Attersee nicht ihm, sondern den Bundesforsten gehöre. Und dafür solle er jetzt jährlich 1.000 Euro Pacht zahlen. Tatsächlich vermessen die Bundesforste noch immer ihre Seen und vergeben neue Pachtverträge für neu gefundene Uferstreifen, bestätigt man uns. Die sind relativ klein und für die Öffentlichkeit kaum nutzbar. Weil wenn sie nicht gemäht und sonst betreut werden, dann ist das im Prinzip Naturfläche, sprich sie verstraucht oder versumpft auch und ist halt als Badefläche oder als Erholungsfläche in der Form auch nicht geeignet. Wir erinnern uns an das Grundstück am Anfang des Beitrags. 870.000 Euro für eine Fläche etwas größer als ein Tennisplatz.
Alexander Kurz vermittelt diesen Grund. Er kennt die Pachtverträge in Salzburg und bei den Bundesforsten. Die Anrainer würden die Ufer auch pflegen, wenn sie keinen exklusiven Anspruch hätten, meint er. Er vermutet einen anderen Grund für die Pacht. Der Haupteffekt ist, dass die Bundesforste weniger einnehmen würden, weil pflegen, wie Sie ganz richtig sagen, wird jeder bis zum See runter. Und egal, ob jetzt da vorne ein Weg vorbeigeht, es ist zwar schon der Umstand kaufpreismindernd, aber trotzdem wird man das kaufen, weil wann geht da einer vorher baden vor dem Grundstück? 1300 solcher Uferstreifen verpachten die Bundesforste in ganz Österreich. Der Republik bringt das 1,7 Millionen Euro im Jahr. Diese Flächen sind in der Grundstücksliste, die wir bekommen haben, aber gar nicht enthalten, weil eine Auswertung zu aufwendig wäre, sagt man uns. Wir bleiben dran. Genau wie im Land Salzburg erzielen auch im Rest Österreichs Grundstücke direkt am Ufer jedes Jahr neue Rekordpreise. Würden die Bundesforste ihre Ufer abzäunen, so würden manche Immobilien so aussehen. Ohne Ufer wären sie um 20-40% günstiger, erzählen uns sachkundige Makler. Und so manches Verbotsschild am See würde dann verschwinden. Was hierzulande fast als Enteignung empfunden wird, ist im konservativen Bayern ganz selbstverständlich. Hier in Tegernsee ist man sogar noch weiter gegangen. Ein mehrere hundert Meter langer Steg verbindet große Teile des Ufers miteinander. Der wurde 2014 gebaut, direkt vor die Häuser am Ufer. Die Anwohner haben keine Möglichkeit, mit juristischen Mitteln gegen diesen Steg im Prinzip vorzugehen. Sie können das natürlich bekämpfen. Also man kann auch immer ein Bürgerbegehren gehabt, aber im Endeffekt kann man nichts dagegen tun, weil es gibt ja auch kein Recht auf freien Ausblick. Wenn man jemand ein Haus vor das Grundstück baut, gibt es keinen Rechtsanspruch, dass ich einen See sehe. Um den See besser zu sehen, müsste man im Bundesland Salzburg gar keinen Steg bauen. Es würde wohl reichen, die Pachtverträge nächstes Jahr auslaufen zu lassen. Aber wie haben sich die Parteien in dieser Frage nun positioniert? Tatsächlich fordert auf unsere Anfrage hin die gesamte Opposition im Salzburger Landtag eine Prüfung dieser Pachtverträge. Die Grünen wollen zusätzlich einen Fokus auf Naturschutz. Die KPÖ Plus will an öffentlich zugänglichen Ufern die Pacht nicht verlängern. Die SPÖ kann sich eine Erhöhung des Pachtzinses für Private vorstellen. Und die Regierung? Die FPÖ schreibt, sie ist für eine genaue Prüfung aller Pachtverträge. Die ÖVP hält sich bedeckt und gibt an, dass Experten bereits an einem neuen Seenbewirtschaftungskonzept arbeiten würden. Ob dieses neue Konzept an den Pachtverträgen etwas verändern soll, das hat man uns nicht gesagt. Aber auch hier bleiben wir dran. Denn davon wird abhängen, ob dieser Wald oder diese Wiese in Zukunft als exklusive Seeflächen beworben werden können. Oder eben nicht. Thank you.